Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video auf Mayerli Tech. Heute geht es mit Charlie, mir und Jan ist gerade abwesend, aber im Geist ist er bei uns. Heute geht es um Anfängertipps für euer iPad, für iPadOS. Und da haben wir die 10 besten Tipps und Tricks rausgesucht. Juhu! Habt ihr mehrere Apps geöffnet, dann könnt ihr auch ganz easy hin und her swipen, indem ihr 5 oder 4 Finger benutzt und dann einfach zwischen den Apps hin und her wischen sozusagen. Und ihr könnt aber auch mit 5 Fingern einfach die App schließen, indem ihr einmal so zudrückt, als wenn ihr eine Hupe drücken würdet sozusagen, und zack, seid ihr wieder auf dem Homebildschirm. Viele stehen ja vor dem Problem, wenn sie ein iPad neu haben, wie schalte ich das eigentlich aus? Über den Powerknopf lässt sich nur Siri aktivieren und die hilft einem leider nicht beim Ausschalten. Also wie kriege ich mein iPad aus? Dafür gibt es eine ganz einfache Tastenkombination. Einfach die Leiser-Taste und den Powerknopf gedrückt halten und dann bekommt man die Möglichkeit, das iPad über einen einfachen Slide auszuschalten. Seit iPadOS 13 kann man nun auch neuerdings nicht nur eine Tastatur andocken bzw. sozusagen anschließen, sondern eben auch eine Maus verbinden mit dem iPad oder bzw. iPad Pro. Dazu müsst ihr einfach in die Einstellungen gehen, die ich jetzt gleich hier finde. Hier unten haben wir sie natürlich. Na, man kann auch nicht immer alles gleich direkt sehen. Und dann geht man auf Bluetooth. Natürlich muss man die Maus aktiviert haben, eingeschaltet haben. Und dann taucht die nämlich hier auch direkt irgendwo auf. Wenn ich sie nicht irgendwie übersehe, hier unten müsste sie eigentlich auftauchen. Ist es denn die MX Master 3? Mann, hinter der Kamera. Das ist sie. Okay. Das ist die Logitech-Maus. Wir koppeln das Ganze mal. Und zack, ist verbunden. Jetzt habt ihr einen neuen Punkt unter Allgemein, und zwar Trackpad und Maus. Hier könnt ihr jetzt nur die Zeigerbewegung bzw. die Schnelligkeit regulieren, natürliches Scrollen aktivieren und auch den Sekundärklick ändern. Und das Coole ist eben, wie ihr jetzt gerade hier sehen könnt, hier ist jetzt so ein Kreis entstanden, so ein grauer, leicht durchsichtiger Kreis, mit dem ihr eben dann alles, das ist quasi eure Mauszeiger. Hier können wir auch dann zwischen den Apps hin und her swipen mit Hilfe der Maus. So müsst ihr nicht mehr direkt das Display antatschen mit euren Navigationsgesten oder wie auch immer, mit eurer Gestensteuerung. So ist es doch viel schöner, muss man nicht andauernd das Display putzen. Außerdem könnt ihr hier halt alles Mögliche mitmachen, was man halt mit der Maus machen kann. Hier unten übrigens, wenn das Dock auftaucht, verschwindet auch kurz der Mauszeiger, aber man sieht dann trotzdem, wo man ist, da, dass er dann trotzdem grafisch dargestellt wird. Hier kann ich dann einfach raufklicken, kann auch scrollen natürlich, sofern eure Maus ein Scrollrad hat natürlich, und dann, ja, finde ich eigentlich eine ganz coole Lösung und ich bin relativ begeistert davon, funktioniert sehr gut. Das iPad hat auch die Fähigkeit, wenn ihr einen Pencil habt, direkt eine Notiz zu öffnen. Wenn der Bildschirm aus ist, braucht ihr dann nämlich mit dem Pencil nur einmal auf den Bildschirm tippen und direkt öffnet sich eine neue Notiz und ihr könnt hier sofort euch was notieren. Das ist allerdings von Hause aus nicht aktiviert. Das heißt, ihr müsst einmal in die Einstellung gehen und dort zu Notizen. Und da habt ihr die Möglichkeit Zugriff im Schwerbildschirm. Da könnt ihr sagen, dass zum Beispiel immer eine neue Notiz geöffnet werden soll oder die letzte Notiz fortgesetzt werden soll. Als nächstes möchten wir euch das Scannen von Dokumenten zeigen. Dazu benutzt ihr einfach die Notizen-App. Macht dann eine neue Notiz auf und wählt hier unten die Kamera aus, dann auf Dokumente scannen, und dann haben wir jetzt hier mal ein Dokument vorbereitet, tippt einmal auf den Auslöser, zack, hier könnt ihr natürlich dann auch nochmal den Rahmen anpassen, sagen wir mal, wir möchten jetzt nur das hier einmal gescannt haben, klicken dann hier unten rechts auf Scan behalten. Zack, hier ist der Scan, wir tippen einmal rauf, und das Coole ist aber, wenn ihr einen Pencil habt, warum wir euch das hier eigentlich zeigen, dass ihr nicht nur halt ein Dokument scannen könnt, sondern ihr könnt auch direkt drauf unterschreiben oder was auch immer machen, irgendwie was kennzeichnen, ein Pfeil hinzeichnen und das dann so an euren, weiß ich, Geschäftspartner oder wen auch immer schicken. Das iPad ist natürlich dank des großen Bildschirms auch perfekt dafür geeignet, mehrere Apps gleichzeitig laufen zu lassen. So kann man neben Safari auch die Files-App direkt daneben schieben und sich vielleicht etwas durchlesen und gleichzeitig in seinen Dateien noch ein bisschen hin und her suchen. Wer aber nicht unbedingt ein Splitscreen braucht, kann auch Apps
einfach eine Ebene höher hinlegen und hat dann Zugriff auf Informationen und kann im Hintergrund trotzdem noch seine Webseite anschauen oder einen Text lesen und kann so mit zwei Apps gleichzeitig interagieren. Es gibt auch die Möglichkeit, mehrere Apps hier in diesem Extra-Stack hinzulegen und dann kann man zwischen denen ganz einfach hin und her wechseln, so wie man das auch vom iPhone her kennt. Dieses Dock lässt sich auch frei bewegen auf dem Bildschirm und wenn man das zwischendurch nicht braucht, schiebt man es einfach zur rechten Seite raus, kann normal weiterarbeiten und braucht man dann die Apps wieder, zieht man sie einfach von der Seite wieder rein. Mittlerweile ist es auch möglich, zwei Fenster von einer App nebeneinander zu legen. Zum Beispiel in Safari funktioniert das, hat man jetzt zwei Tabs offen, kann man auch einen Tab davon greifen und hier zur Seite ziehen und dann kann man zwei Webseiten direkt nebeneinander anzeigen lassen. Dies funktioniert hauptsächlich nur mit Apple Apps, aber es ist schon ganz praktisch, kann man zum Beispiel hier Browser nebeneinander legen. Aber auch für die Files App ist das durchaus interessant, wenn man die hier nebeneinander legen kann und so Dateien ganz einfach kopieren kann. Hat man dann einen Link in einer App, zum Beispiel in einer Notiz-App, kann man diesen Link auch anfassen und auch zur Seite schieben und dann öffnet sich dieser Link direkt in dem Safari-Fenster. Es gibt insgesamt zwei Wege, wie ihr einen Screenshot auslösen könnt. Zum einen den Power-Button und die Lautstärke lauter Taste gleichzeitig drücken, zack, wird ein Screenshot gemacht. Oder wenn ihr den Apple Pencil auch am Start habt, dann könnt ihr auch einen Screenshot auslösen, indem ihr einfach von der unten linkeren Ecke und nach in die Mitte sozusagen diagonal reinwischt mit dem Pencil und schon habt ihr auch einen Screenshot gemacht. Und ja, das sind die beiden Wege, die möglich sind. Mit iPadOS habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, externe Speichermedien an euer iPad anzuschließen. Wenn ihr ein iPad Pro habt, könnt ihr es einfach über den USB-C-Anschluss machen. Wenn ihr ein klassisches iPad habt mit einem Lightning-Anschluss, könnt ihr mit dem passenden Adapter das trotzdem mal hinbekommen. So kann man zum Beispiel eine Festplatte direkt mit einem USB-C auf USB-C-Kabel, ich habe hier eine kleine Festplatte, die hat einen USB-C-Anschluss, an das iPad anschließen. Und dann seht ihr ganz einfach in der Files-App die neue Festplatte bzw. neue Speichermedium und könnt da ganz normal drauf zugreifen. Könnt Sachen dorthin kopieren, von dort Sachen auf euer iPad kopieren. Das funktioniert alles direkt aus der Files-App. Es gibt dafür auch passende Adapter, die dann gleich mehrere Anschlussmöglichkeiten bieten. Dieser Adapter hat einen SD-Karten-Slot, einen Micro-SD-Karten-Slot, USB-Anschluss, einen USB-C-Anschluss und sogar einen HDMI-Anschluss. Den zeige ich euch gleich dann nochmal in Aktion. Das kann man auch einfach mit dem iPad verbinden. Das funktioniert mit USB-C besonders einfach. Somit kann man auf eine Speicherkarte auch direkt im iPad zugreifen und so Bilder zum Beispiel, wie die man mit einer Kamera aufgenommen hat, auf das iPad kopieren und von dort aus bearbeiten und weiterschicken. Habt ihr einen Monitor mit USB-C, könnt ihr euer iPad Pro auch mit einem USB-C auf USB-C-Kabel direkt mit dem Monitor verbinden. Sollte das nicht der Fall sein, könnt ihr mit einem passenden Adapter, wie zum Beispiel diesem kleinen Adapter, der einen HDMI-Anschluss hat, auch euer Monitor mit dem iPad verbinden und einen externen Monitor als zweiten Monitor nutzen. Die Tastatur hat auch noch weitere Funktionen, nicht nur, dass ihr damit schreiben könnt, sondern ihr könnt auch, wenn ihr hier unten rechts die Taste längere Zeit gedrückt haltet, auf schwebend gehen und schon habt ihr die Tastatur hier schwebend und könnt die auch hinschieben, wo ihr möchtet. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einfach nur mit dem rechten Daumen schreiben wollt, könnt ihr einfach hier rüber auch was reintippen und dann zack, todmüde, das stimmt sogar. Und wenn ihr die Tastatur wieder normal haben möchtet, dann müsst ihr einfach mit zwei Fingern das Ganze groß schieben und zack, ist die Tastatur wieder normal. Wenn ihr ein iPad Pro habt, dann habt ihr ein 18 Watt Ladeteil in der Packung mit drin, was erstmal euer iPad relativ schnell auflädt. Es dauert so ungefähr 3 Stunden, bis es damit voll aufgeladen ist, wenn es komplett auf Null war. Aber was leider nicht viele wissen, ist, dass man es auch wesentlich schneller aufladen kann. 36 Watt sind hier möglich, das heißt, ihr könnt euer iPad tatsächlich doppelt so schnell aufladen und so ist es dann am Ende nach etwas über 2 Stunden komplett aufgeladen. Diese Netzteile, da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr ein MacBook habt, einfach das nehmen, das hat mindestens 30 Watt, teilweise auch 45 Watt, je nachdem, welchen Laptop ihr habt. Aber auch wenn ihr andere Netzteile habt, könnt ihr damit euer iPad wesentlich schneller aufladen, wenn sie mehr als 18 Watt haben. Und wie gesagt, 36 Watt wäre das, was das iPad verträgt und womit es richtig schön schnell aufgeladen ist. Der Akku im iPad ist ja wirklich sehr groß und hält problemlos einen Tag durch.
Sollte aber dann mal vielleicht euer Telefon, was ihr dabei habt, zwischendurch den Geist aufgeben, könnt ihr euer iPad auch als Powerbank benutzen. Dafür braucht ihr einfach nur das passende Kabel. Ist bei einem iPhone nicht ganz so einfach, weil man ja Lightning braucht, aber hat man dann entweder ein Lightning auf USB-C oder einen passenden Adapter dabei, dann kann man tatsächlich auch sein iPhone mit dem iPad laden. Das gilt übrigens auch für andere Geräte. Also habt ihr ein Gerät mit USB-C-Anschluss dabei, könnt ihr es ganz einfach aufladen. Zum Beispiel euer Android-Smartphone oder auch eine Switch ist damit problemlos zu laden. Und somit ist das iPad auch gleich noch eine Powerbank. Das waren jetzt unsere Top 10 besten Tipps und Tricks für Anfänger. Ich selber bin ja auch noch ein Anfänger. Ich wusste noch nicht mal, wie man das Ding hier überhaupt richtig ausschaltet. Deswegen bin ich froh, dass wir es euch heute auch gezeigt haben, weil ich denke, der eine oder andere wird sich vielleicht das auch fragen. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche coolen Tipps habt, dann schreibt ihr ganz gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon auf dem Weg seid zu den Kommentaren, könnt ihr auch gerne einen Daumen hoch geben oder auch Daumen runter, wie ihr Bock habt natürlich. Und auch abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt. Wir würden uns freuen. Wir wünschen euch jetzt einfach alles Gute mit eurem Apple-Produkt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. So, wer so sagt, ist noch lange nicht fertig, aber diesmal stimmt's, wir sind doch fertig. Und zwar haben wir euch jetzt die Top 5 besten Tipps und Tricks quasi für die Pro-Leute eben gerade gezeigt. Wir hoffen, ihr fandet das Video interessant. Und wenn ihr Fragen habt, stellt die ganz gerne. Top 10 sogar. Ach, wir sind da. Scheiße. Das habe ich doch gerade gemacht. Okay, nochmal. Oh Mann, ey, krass. Phew.